Hallo, heute ist Freitag, der 29. Dezember 2017 und passend zu den vorherigen Videos komme ich heute noch zu dem letzten Begriff, der Männlichkeit und Weiblichkeit irgendwie voneinander unterscheidet, und zwar das Wort Gender Expression. Das setzt sich ja aus zwei Begriffen zusammen. Gender, hatte ich ja schon mal in einem vorherigen Video erklärt, ist schlichtweg das Geschlecht, dem sich eine Person zugehörig fühlt. Naja, und Expression ist einfach der Ausdruck. Das heißt also, Gender Expression ist das Gender, das ein Mensch zum Ausdruck bringt. Jetzt könntet ihr mich angucken und mich fragen, what? Warum gibt es denn dafür jetzt schon wieder ein extra Wort? Das Gender, was ein Mensch zum Ausdruck bringt, ist denn das nicht auch das Gender, dem sich diese Person zugehörig fühlt? Und weil sich diese Person dem Gender zugehörig fühlt, präsentiert sie das auch nach außen und dann wäre das ja dasselbe. Und wie immer lautet meine Antwort darauf, ja, das kann so sein, aber es muss eben nicht so sein. Ein Mensch kann sich zum Beispiel als Frau identifizieren, das heißt, das Gender wäre dann weiblich, aber sie kann trotz allem von ihrem Auftreten her eher männlich rüberkommen. Und genauso kann sich eben eine Person auch als Mann identifizieren, aber vom Auftreten her, naja, auch weder besonders männlich noch besonders weiblich sein. Das heißt, die beiden Dinge, Gender und Gender Expression, müssen nicht deckungsgleich sein. Aber fangen wir mal so an. Was zählt denn alles zur Gender Expression? Also Ausdruck nach außen präsentieren, durch welche Art und Weise kann denn das geschehen? Antwort: alles, was sich an einem Menschen beobachten lässt. Also auch so ganz grundlegende körperliche Eigenschaften, die man nicht beeinflussen kann, die ein Mensch einfach so mit sich bringt, wie eben zum Beispiel die Statur, Körpergröße, Proportionen, Stimme und solche Sachen. Aber es zählen eben auch noch Dinge dazu, die eben ein Mensch beeinflussen kann. Zum Beispiel die Haarfrisur, das Vorhandensein oder der Umgang mit Gesichtsbehaarung, Make-up, Schmuck, Nagellack, die Wahl der Kleidung, Parfum, Schuhe, Accessoires, ob Körperbehaarung rasiert wird oder eben nicht und übrigens auch die Brille. Oh mein Gott, das sieht total komisch aus. Faszinierenderweise kann ich mit der sogar noch was lesen. Aber auf lange Distanz kann ich nicht so viel erkennen. Ha! Das ist meine letzte Damenbrille, die ich mir habe anfertigen lassen, nicht wahr? Gewöhnt euch an den Anblick bitte nicht. Dann als nächstes auch die Sprache, also Intonation und Formulierung. Intonation und Formulierung. Dann die Diskussionskultur, wie viel und was inhaltlich so gesprochen wird und ob Slangbegriffe benutzt werden. Dann die Bewegung, von der Körperhaltung hin, Kopfhaltung bis zu der Art, wie du Gegenstände in die Hand nimmst, wie du jemanden die Hand gibst, wie du läufst, wie du sitzt, wie du stehst, wie du beim Sprechen herumgestikulierst. Und die Hälfte habe ich bestimmt noch vergessen. So, und jetzt setze ich die blöde Brille ab, weil so viel und so gut sehe ich mit der doch nicht. So, das heißt also alles, wirklich alles, was sich an einem Menschen so an Signalen aufnehmen lässt, das lässt sich auch in Richtung männlich oder weiblich kategorisieren. Aber in den allermeisten Fällen geschieht das komplett unbewusst. Nur manchmal wird es uns bewusst, wenn uns irgendetwas auffällt. Also wenn uns dann so ein Gedanke kommt wie, hey, der Typ da vorne, der wirkt irgendwie schwul. Und dann haben wir vielleicht einen Menschen beobachtet, der so männlich auf uns wirkt grundsätzlich, aber der hat irgend so eine fließende Bewegung gemacht oder irgendetwas gestikuliert, was überhaupt nicht so männlich konnotiert ist. Oder eben, und jetzt kommt der Mindfuck, der Typ ist in Wirklichkeit vielleicht einfach eine Frau, die so von ihrem Auftreten, von ihrer Kleidung, von ihrem Stil her so maskulin ist, dass du sie für einen Mann gehalten hast und ihre feminine Art, sich zu bewegen, hat dann mit ihrem männlichen Erscheinungsbild einen Konflikt erschaffen. Für mich selber ist eben die Gender Expression deswegen nochmal eine ganz eigene, komplette Welt. Und wenn wir ehrlich sind, ist das uns eigentlich auch allen bewusst. Wir haben nur vielleicht nicht immer so ein passendes Wort wie Gender Expression dafür parat. Aber uns allen ist doch klar,
dass Frauen nicht allesamt in Stöckelschuhen und Tellerrücken auf die Straße treten und den ganzen Tag nur reden und reden und reden und schnattern und schnattern und sich jeden zweiten Tag eine neue Handtasche kaufen und dass Männer auch nicht die verschwitzten Badass-Dudes sind mit Blue Jeans, die sich den ganzen Tag nur wie Alpha-Männchen aufführen und dann ständig irgendwie Motoröl an den Fingern haben. Die meisten Menschen sind kein wandelndes Klischee, also die wirklich alle Punkte ihres Geschlechtes in Sachen Auftreten erfüllen. Die meisten Menschen erfüllen ein paar, aber eben längst nicht alle. Und die meisten Menschen haben auch Eigenschaften an sich, die wir vielleicht mit dem jeweils anderen Geschlecht in Verbindung bringen würden. Und das heißt aber nicht, dass sie deswegen weniger männlich oder weniger weiblich wären. Es gibt ja auch Menschen, die von ihrem Auftreten her so wenig männlich, aber auch so wenig weiblich rüberkommen, dass sie als keine der beiden Geschlechter auf Anhieb einkategorisiert oder eingeschätzt werden können. Die nennt man dann androgyn, weil Andros Mann und Gyne Frau, also Mann frauhaft oder Frau mannhaft eben. Da gibt es sogar recht populäre Vertreter ihrer jeweiligen Zeit, also große Künstler, die auch durch ihr androgynes Erscheinungsbild so im Gedächtnis haften geblieben sind, wie zum Beispiel eben Marlene Dietrich oder David Bowie, Grace Jones oder eine sehr tolle Schauspielerin Tilda Swinton. Um das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, haben wir zumindest in Deutschland nicht nur die Freiheit, unser Gender Expression, also unser Auftreten, relativ frei zu gestalten, sondern wir können sogar noch damit herumspielen. Echte Experten dieses Faches schaffen es nämlich in der einen Minute, sich hundertprozentig weiblich zu geben und ein paar Minuten später und vielleicht ein paar Kostümchen und künstlich angeklebte Bärte später treten sie absolut hundertprozentig männlich auf und die können da zack, zack hin und her wechseln zwischen den Geschlechterrollen, als wäre das nichts. Das hat natürlich dann freilich nichts mehr damit zu tun, dass die Person in dem Moment ihr Geschlecht oder ihr Gender-Empfinden nach außen transportiert. Das ist natürlich dann alles Schauspielerei oder Performance. Drag ist eine ganz bekannte Art dieser Form von Performance. Da schaffen es eben auch Menschen, sich als Frauen oder als Männer zurechtzumachen und treten dann so auf die Bühne. Und obwohl sie sich mit dem Geschlecht, was sie da gerade vorspielen oder was sie gerade darstellen, mit dem müssen sie sich gar nicht identifizieren, aber trotzdem verkörpern sie es oftmals verblüffend gut. Lady Gaga ist zum Beispiel eine Künstlerin, die nicht nur durch ihre Musik und durch ihre abgefahrenen Kostüme, die sie selbst schneidert, bekannt geworden ist, sondern sie ist auch eine Drag-Darstellerin. Und ja, das in der rechten Bildhälfte, das ist auch Lady Gaga. Oder wo wir hier gerade auf YouTube sind, könnt ihr ja mal den YouTube-Kanal Hollywood Show abchecken. Das sind zwei Schwestern, die kleinere Filmparodien realisieren, darunter auch Fluch der Karibik, Sherlock, Doctor Who, Harry Potter, Hokus Pokus oder Supernatural und ja, auf all diesen Screenshots waren die beiden Schwestern mit drauf zu sehen. Sie schauspielern die Rollen selbst, auch die männlichen. Ja, und mein Kumpel Bjarne, den kennt ihr ja schon von früheren Videos. Er ist eben auch ein Drag-King-Darsteller und hat ja langjährige Bühnenerfahrung sammeln dürfen als Drag-King-Darsteller. Und als ich meinen Eltern mal ein Video von seinen Auftritten gezeigt habe und sie gefragt habe, seht ihr da auf der Bühne Männer oder Frauen? Da war die Antwort meiner Eltern wie aus der Pistole geschossen, natürlich sind das Männer. Dabei war zu dem Zeitpunkt Bjarne weder in irgendeiner Form in medizinischer Transition, also er hatte kein Testosteronintus, kein zusätzliches, es war nichts operiert, er war körperlich von der Grundausstattung her hundertprozentig weiblich. Aber seine gesamte Gender Expression, nicht nur das Kostüm, sondern auch die Art, wie er bewegt und wie er getanzt hat und wie er diese Rolle rübergebracht hat, war so hundertprozentig männlich, dass kein Zweifel bestand, dass der Typ da vorne auf der Bühne ein Kerl ist. Und das ist einfach der Grund, warum nach meiner Meinung die Gender Expression nochmal separat aufgeführt gehört und eben nochmal eine komplett eigene Welt birgt. Das Gender kann eben von der Gender Expression abweichen oder andersrum, die Gender Expression kann vom Gender abweichen. Ich als nicht-binärer Mensch zum Beispiel, ich kann, wenn mir gerade danach ist, an dem einen Tag total männlich rüberkommen und am nächsten Tag ist mir nicht so danach zumute und dann trete ich eher androgyn auf.
Es muss nicht zusammenpassen. Wir sind nicht dazu genötigt, unser Auftreten hundertprozentig dem Geschlecht anzupassen, mit dem wir uns identifizieren. Du kannst dich also viel mehr so geben, wie du dich eben fühlst, so wie du dich auch wohlfühlst damit und musst nicht das wandelnde Klischee deines Geschlechtes repräsentieren. Das bringt ja die Freiheit in den westlichen Ländern erfreulicherweise mit sich. Es heißt auf der anderen Seite aber eben auch, dass diese angeblich so scharfe Linie zwischen Männern und Frauen, ja, dass die eben verschwimmt und dass das äußere Erscheinungsbild eines Menschen längst nicht so eindeutig ist, wie wir uns das vielleicht vorstellen oder wie wir das erwarten. Vielleicht führt diese gesamte Beobachtung, die ich hier gerade geschildert habe, am Ende mal zu etwas Nachdenken bei den Menschen und vielleicht auch zu der Schlussfolgerung, dass es überhaupt keine weiblichen Accessoires gibt und dass es auch keine männlichen Gestiken gibt. Weil Gegenstände und Gestiken haben nun mal kein Geschlecht. Aber so weit sind wir noch nicht. Bis dahin ist es noch ein langer Weg. Aber so als Zwischenlösung bin ich auch schon ganz zufrieden, wenn Menschen nicht dafür angegriffen werden, wie sie sich präsentieren, sondern wenn sie sich einfach von allen Richtungen das zusammenzupfen können, was ihnen so gefällt und womit sie sich am wohlsten fühlen. Das würde mir schon sehr gefallen. So, und jetzt habe ich genug geredet. Euch wünsche ich einen tollen Start in das neue Jahr, feiert schön. Und für das neue Jahr wünsche ich euch ganz viel Freude, Erfolgserlebnisse, bleibt dabei gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Androgyne Grüße, euer Kater Schnurz.